So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gems of War. Besiege der Ettin-Priester. Weiter geht's. Ich werde eure Schädel-Schäger opfern. Schon wieder gegen den dicken Oger. Klar, immer noch die Ettin. Ja, so ein Festungstor, Stufe 15 mit 30 Defense ist schon heftig, ey. Das macht echt keinen Spaß, gegen die zu kämpfen. Ich könnte Damage machen. Werden wir auch. Here we go! Ja, damit ich genau das hier machen kann. Er sammelt auch fleißig. Was ist der denn? Ein Wiedergänger. Füge dem letzten Feind 7 Schaden zu, verstärke durch die Anzahl der Schilder auf dem Feld und platziere das Todeszeichen auf ihm. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Den müssen wir so schnell wie möglich töten. Ja, jetzt ist der stark, Alter. Holy shit. Er braucht das und okay. Ich darf ihm einfach kein Geld geben. Ich kann ihn auch einfach töten. Oh, der ist schon ready? Nicht schlecht, Alter. Der war schon unterwegs. Braucht nur 9 Dinger, ja. Ja, also, sehr doof. Dass er dann einen extra Turn hat bekommen. Habe ich ihn dann. Nein! Oh, Leute, das gibt's doch nicht, Alter! Was ist denn das für ein Lackhammel? Jedes Mal kriegt er mal einen Double Buff. Mein Double Buff. Ha, was habe ich denn gerade gedacht? Mein extra Turn, ich natürlich. Hui! Zu ist die Tür für die Call of Legends geschaut, ha? Huh? Ach so, für den schwächsten Feind 5 Schaden zu verstärkt durch blau Verbündete. 9 Steine. Verstärkt durch blaue Verbündete. Bedeutet? Nicht nachvollziehbar für mich. Blaue Verbündete, das ist ein blauer. Meinen die das damit, ja? Hm. No skills ready. Ja, da wurde neu geschaffelt. War ja nichts mehr möglich. Mana Surge. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Was ist denn eine Schatzkarte, die ich von auch bekommen gehabt? Die wollte ich mir eigentlich nochmal. Ach nee, war ja noch nicht draußen gewesen. Alles gut. Die wollte ich mir nochmal angucken, dann gleich. Ein Goldschlüssel. Wir sind gleich da. Bald halten wir unseren Lohn in den Händen. Was für ein Lohn? Das Herz von Shagra. Ich muss es nach Schwertschneider zurückbringen. Wozu? Meine Königin, Isabelle, wurde vergiftet und liegt im Sterben. Das Herz wird sie gesund machen. Und wie? Nur das Herz eines Lavadrachens kann das Gift aus ihrem Körper brennen. Dann nichts wie weiter. Du hast eine Schatz... Das ist ein... du hast eine Schatzkarte schon richtig. Du kannst in einem Minigame nach versteckten Schätzen suchen. Klick auf diesen Knopf, um das Schatzspiel, Schatzsuchen-Minispiel zu beginnen. Bianca, nö. So. Und ich darf jetzt das suchen. Normale Münzen geben halt das. Die Sechse geben halt Geld und Seelen. Die Kisten geben Geld, Seelen und Ruhm. Die Kisten geben noch zusätzlich Diamanten. Die Kisten geben kein Geld mehr, sondern nur das Edle und einen Schlüssel. Und der Tresor gibt halt noch Besseres.
Und diesen Schlüssel. Jede 15 Spielzüge geben dir einen zufälligen Stein. Wie viele Spielzüge? 8 habe ich. Okay. Ah ja, okay. I see, I see. Das ist voll verwirrend, weil es einfach so. So ungewohnt ist. Wenn du 4 Schätze kombinierst, wird kein Zug verbraucht. Extra turn. Gut zu wissen. Ich habe sogar noch einen dazu bekommen, ne? Bling, bling, bling! Habe ich gerade einen extra Turn gemacht? Eigentlich schon, ne? Schauen wir mal. Wenn du 5 Schätze kombinierst, bekommst du einen extra Zug, allerdings nur einen pro Zug. Ein pro Zug bedeutet einen. Nee, doch nicht, alles gut. Ein pro Zug bedeutet ein pro Zug. So wie sie es schon gesagt haben. Ist ja voll geil. Fünf. Na komm. Extra Turn. Kann eine Weile dauern. Hab möglicherweise keinen Zeitdruck. Hab ich sowieso nicht mit dem Game. Ich weiß nicht, was ich hier die ganze Zeit bekomme. Irgendwas Neues. Das Doof ist, die verschwinden halt nicht, die wandeln sich nur um. Oh. Extra turn. Jo, geh mal voll steil, Alter. Bling, 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 bling. Oh yeah. Ich will noch nicht, dass das vorbei ist. Okay. Aber sieht ganz gut aus. Bling, 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 bling. Okay. Hat nämlich eine dicke Belohnung gegeben. 700 Gold. 30 Züge hatte ich. 700 Gold, 41, 2 Ruhmschlüssel, ein großer Windstein, ein runischer Feuerstein, 8 Ruhm und 3 Eventpunkte. Eventpunkte? Wähle diesen Button aus, um die derzeitigen Events anzuschauen, ja. Glänzende Dinge. Tau liebt glänzende Dinge. Hilft Tau diese bei der Schatzsuche zu sammeln. Erhalte da einen Punkt pro. Links siehst du alle derzeitigen. Ja. Pro 10 Züge. Lass uns graben, wähle dieses Event und schau es dir an. Wenn du diese Aufgabe hier abschließen kannst, verdienst du Punkte. Verdienst du Punkte und schon kannst du die Belohnung kassieren. Okay. 52 brauche ich für die Dinger hier. Ups. Oh, will haben. Alter, ist ja heftig. Füge am Feind. Es geht eigentlich voll klar. 6 Feind zu. Schaden zu, wenn der Feind stirbt, erhalte 4 Punkte auf alle Werte. Das heißt hier 8, 5 und 10. Ist ja krank. Aber 100 Dinger werde ich unwahrscheinlich kriegen. Alle Ritter hatten 10% auf ihre Fähigkeiten. Okay. Hier sind die Events. Alle Zentauren erhalten plus 10% auf ihre Fähigkeiten und nutze Vorhut im PvP, um 5 extra zu erhalten. Das heißt, ich brauche Schatzkarten. Schatzkarten, Schatzkarten, Schatzkarten. Öffnen wir noch 2 Truhen. Ein Zwergentöter. 18 Punkte brauchte ich dafür. 13 haben wir hier. Schauen wir uns gleich mal an. 4 Schaden, 5 Leben. Zwergentöter Sturmheim. Glorreicher Tod. Füge einem Feind 41 Schaden zu und sterbe einen glorreichen Tod. Kann nur einmal genutzt werden, logischerweise. Okay. Na, ja, das ist natürlich Bullshit. Sterbe durch das Schwert oder die Axt. Fledermausschwarm. 3 Schaden, 5 Leben. Füge einem Feind einen wahren Schaden zu, danach die Verwandlung in einen Nosferatu.
Okay. Das bringt leider auch nicht wirklich viel. Aktuell zumindest nicht. Für 25 Seelen, okay. Schick, schick, ich brauche mehr Schatzkarten. So, warum ist das blau? Ist dafür ein Grund? Hier ist einmal blau und das ist einmal golden. Du hast 8 Züge, um so viele Schätze wie möglich zu sammeln. Okay. Ich würde sagen, geht's mal weiter in der Kluftzelle. Es ist schwierig für mich halt, diese Events zu machen, da ich halt wirklich immer darauf angewiesen bin. Also ich will nicht allzu viel im Voraus aufnehmen. Und wenn ich halt, ich müsste da wirklich tagelang durch mit den ganzen Schatzkarten dazu kriegen, deswegen dieses Event ist leider weniger sinnvoll für mich. Die letzte Passage führte eine leuchtende Höhle. Aber 3 Statuen blockierten unseren Weg. 3 Steinriesen, das wird kein Zuckerschlecken. Oh, ich spüre eine dunkle Magie, wir müssen vorsichtig sein. Geh voraus. Ah, diese Kristalle, die hören sich so cool an. Jetzt sind nur noch Shaggers als letzte Wächter zu bezwingen. 3 mächtige Steinriesen bewachen den Pfad in ihre Höhle. Bezwingen die erste Riesenstatue. Die Gebeine von Shagra erheben sich gegen dich. Auf in den Kampf. Steinriese. Okay. Bin ich nicht zufrieden damit. Bleibt mir heute normalerweise keine andere Wahl. Ah, okay. Ah, da unten ist Wassertypi. Lila haben, ne? Wir klauen uns quasi gegenseitig unsere Steine und kommen nicht voran. Alles klar. Aber gut, dass ich mehrere Elemente benutzen kann. Ich will ihn ungern töten, aber ich muss, glaube ich. Oh. Der nimmt automatisch ein, ja. Bam. Meine Waffe muss besser werden. Oh. Füge einen zufälligen Gegner 4 Schaden hinzu und entfernt alle roten Steine, um Schädel zu verstärken. Was? Um Schaden zu verstärken, nicht Schädel zu verstärken. So, dann gehen die runter. Der tat ziemlich weh. Grün und blau. Naja, verdammt, da weiß was. Das habe ich voll übersehen. Bam! Der Geist von Shagra stellt sich dir entgegen. Guck und gut. Was haben wir hier? Benches? Jo.
Füg 3 Schaden zu, verwandle alle blauen Steine in rote. Das ist ja ekelhaft, um den Effekt zu verstärken. So, erstmal nichts Relevantes mehr hier. Alter, die haben 5 Dingens und 6, Alter. Ist ja krank, was die haben. Ich brauche ein bisschen mehr Damage, glaube ich. Mach mal auf damit, Mann. Der klaut sich die ganze Zeit die Grünen. Wenn ich das mache, kann er sich die Grünen nehmen. Das hat ein Typ, Alter. Au, das wird wehtun. Das wird wehtun. Ja, ich will. Ich will. Oh, 8 Damage, Alter. Ist das krank. Boah, das ist halt mies, ey. Ah, verdammt, da war ein Schädel. Den esse ich glücklicherweise nicht. Na, wenn natürlich wieder die Grünen haben. Ungünstig, dass du das getan hast. Aber gut, er hat sie nicht mitgenommen. Die blauen. Ich kann sie auch nicht mitnehmen, weil ich was machen möchte. Boah, ist ja mies, ey. Da kann man nicht mehr echt froh sein, dass der Gegner dumm ist oder absichtlich dumm ist, keine Ahnung. Wäre ein Dings gewesen, ein Schädel. Ja, ist nicht so wild. Na sicher, damit er hier den Vierer-Turn bekommt oder was? Nee, nee. Nee, nee. Ah, oh, was macht ihr denn ständig alle? Hört mal auf, um wieder mal alles rauszunehmen hier. Zerstörer gewinnt Edelsteine, Tatsache. Ah, das darf ich nicht vergessen. Das ist alles so wichtig. Man darf keine grauen, keine blauen und keine grünen bekommen. Der ist noch gelähmt, bringt also aktuell nichts. Ja. Stirb. Boah, meine Fresse, ey. Einfach mal 33 Schaden vorher killen müssen, bevor ich überhaupt an ihn rankomme. Deswegen sind natürlich Skills wie greift den letzten an immer ganz cool. So. Besiegte dritte Riesenstatue machen wir aber erst in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Zeit ziemlich schnell rum. Kurz kleine Pause, sehen uns in der nächsten Folge wieder von Gems of War. Bis dahin. Ciao.